Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamekanik Simulator. Jawohl, wir sind hier weiterhin an unserem Lambo dran. Vielen Dank für euren ganzen Lob, was die Farbe angeht. Mir gefällt der auch richtig gut, ne? Alter Schwede, der sieht echt nice aus. Robert, du hattest mir noch einen Tipp gegeben, dass man die Carbonscheiben, die ich hier vorne drauf habe, auch hinten drauf machen könnte. Und das will ich jetzt auf jeden Fall noch ausprobieren, weil mir gefällt das mit den Bremsscheiben, mit den normalen da hinten überhaupt nicht. Und ja, hauen wir direkt nochmal welche raus hier, ne? Wir haben es doch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil, ja, so sieht ein bisschen peinlich aus, ne? Auch wenn die aufgewertet sind, aber nee, gefällt mir nicht. Das gefällt mir irgendwie noch gar nicht. Also runter damit. Und diese hier drauf damit. Ja, das geht wirklich. Ja, nice. Ja, das gefällt mir schon um einiges besser. Ja. Ja. Ja, doch, so sieht auf jeden Fall um einiges besser aus. Safe. Ja, machen wir. Nice, sehr schön. Vielen Dank für den Tipp. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Innenbelüfteten dann auch hinten funktionieren. Weil normalerweise sind die ja immer nur für vorne. Aber so ist natürlich nicht schlecht. Ne? Perfekt, sehr schön. Haben wir die auf jeden Fall schon mal am Start. Juhu. So, hatte ich eigentlich einen Auspuff schon gekauft? Ich glaube ja, ne? Warte mal. Nee, doch noch nicht. Na verdammt. Na, ist egal, macht nichts. So, bevor wir aber jetzt an den Motor rangehen. Sabine, du hattest das zwar jetzt am Ende des Tages schon ausprobiert. Aber das wollte ich halt auch nochmal ausprobieren. Beziehungsweise ich wollte es mir mal angeschaut haben. Weil so ziemlich... Ja, wir haben so ziemlich fast alles gemacht. So ziemlich fast alles, ne? Teststrecke waren wir. Rennstrecke waren wir auch schon. Da gibt es aber noch eine Trophäe unter... Was war das? In der Minute 50 oder was bleiben? Schrottplatz waren wir. Händler waren wir. Haben aber noch kein Auto gekauft. Scheune waren wir. VMAX-Teststrecke waren wir. Und wo wir noch nicht waren, war das Auktionshaus. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin, schauen uns mal im Auktionshaus um und gucken mal. Ne, wir strotzen vor Kohle, deswegen würde ich sagen, einfach mal hin und schauen, was uns das so hier bieten kann. Gucken wir mal. So, im letzten Teil war es ja so, dass man hier echt viel Kohle losgeworden ist. So, was können wir denn jetzt hier machen? Kowalski Car Auctions oder Kowalski Salvage Cars? Okay, wo ist denn der Unterschied? Gucken wir uns mal Car... Ne? Was heißt Salvage? Gucken wir uns erstmal das an. Ah, jetzt kann ich hier direkt kaufen, oder was? Okay, Moment. Was haben wir denn hier? Vor allem, was wir noch nicht haben. Ah ja. Ach, das ist ein Moment, warte mal, Start. Ah, okay. Alles klar, ich glaube, ich verstehe. Hier kann man jetzt so... Ah, das sind die Autos, die zur Auktion stehen. Und die kann man sich dann schon mal anschauen, oder wie, oder was? Startpreis. Aha. Ein Panther MK2 habe ich aber, glaube ich, schon einen in der Garage stehen, meine ich. Was haben wir denn hier? Chieftain Bandit, Edgewood Hellcat habe ich einen. Valisen habe ich, Delray Custom habe ich, ein Tamago, habe ich ein Tamago? Ich glaube ja. Tamago, ich hatte mir irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben. Schauen wir doch mal eben schnell auf unsere schlaue Liste. Ne, ein Takumi habe ich. Hinata Moon MK2, den habe ich auch schon auf dem Schrott gesehen. Ripson Starline, den würde ich ja gerne noch, ne? Startpreis 6. Okay, aber was passiert mit... Okay, was passiert hier? Ah,
Okay, hä? Hier sind besser bewertete Fahrzeuge und kosten auch mehr. Hier, die Kiste hier, ne? Wie heißt der? Delray High Road. Den habe ich bis jetzt erst ein einziges Mal ganz am Anfang. Ich glaube, das erste Mal, wo wir auf den Schrott gehen konnten, da habe ich ihn gesehen. Da hätte ich ihn mitnehmen sollen. Seitdem habe ich ihn nie wieder auf dem Schrott gefunden. Hier Olsen GTR auch ganz nice, ne? Oh, guck mal hier, ein 370Z Nismo. Startpreis nur, also in Anführungszeichen, nur 16.000. Okay. Hier gibt es aber jetzt noch nicht so viel, ne? Wenn ich wüsste, was Salvage heißt. Man weiß es nicht. Also ich nicht. Schauen wir doch mal auf unsere nette App. Abfallwertung, Altstoff, abwracken. Ah, also das sind halt so quasi die runtergerockten Autos. Ja, moin, alles klar. Ja, was nehmen wir denn? Oder worauf hätte ich Bock? Reptilia ist nicht schlecht, Tempest Magnum wäre nicht schlecht. Salem Flamo habe ich schon. Hier ist noch ein MK2. Luxor Bone haben wir. Luxor Gold. Oh. Yo. Der kostet nur 1000. Was? Moment. Ich klicke da jetzt mal drauf. Ich will jetzt wissen, was hier passiert. Warum nicht? Hallo? Ei! Ah, okay, ich verstehe. Das sind quasi Karren vom Schrott. Okay. Und das andere, also Auction, wo die teuren, die sind halt. Jo, also. Kann ich mich hier wegbewegen? Nee, ich kann mich hier gar nicht. Ich kann mich nur um das Auto drumherum bewegen. Okay. Ah, ja, gut, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Nice. Also, das sind hier dann die runtergerockten Karren und bei Auctions sind halt die besseren Autos. Okay. Da steht ein Objekt meiner Begierde, ein Porsche. Hallo. Ich will dahin, den will ich haben. Nice. Ja, das sieht aber cool aus irgendwie, ne? Das hat was. Jetzt muss man mal direkt einen Screenshot von machen, so, zack. So, nice, ja, cool. Was kann ich jetzt hier machen? Portemonnaie öffnen. Auktion starten, Fahrzeuginfo, Inspektionsmodus. Naja, gut, okay, hier gibt es nicht mehr viel zu inspizieren, ne? Komme ich hier wieder raus? Fahrzeuginfo. Okay. Einzelvergaser, V8 Kompressor, da können wir einiges reinballern. Ansonsten ist mit der Karre hier nichts mehr zu holen, ne? Ich will aber aus diesem Inspektionsmodus jetzt. Ah, jetzt hier, okay, alles klar. So, ja, komm, wir versuchen es mal, schauen wir mal. Was würden wir denn für den Wagen ausgeben? Startpreis 1400. Also mehr als 5 nicht, oder? Wir starten mal die Auktion. Gucken wir mal. Wo ist der Preis? Wo ist der Preis? Wo ist. Ah, da unten. Ich biete mal mit. Na komm, einmal gehen wir noch. Ey, du Sack. Hör auf damit! Ich bezahle wieder safe zu viel Geld für die Karre, ne? Ah, jawohl, da ist er doch uns. 7.435 Tacken für uns. So, Auto in Empfang nehmen. Jawohl, sehr schön. Möchtest du das erworbene Fahrzeug parken? Ja, das packen wir mal in die Werkstatt. Okay, also funktioniert der Auktionshaus. Okay. Das sind die Karren, die jetzt im Moment hier zur Verfügung stehen. Und dann haben wir hier halt die ja, ein bisschen was mehr wert sind. Sehr schön. Das ist natürlich die Frage auch, können wir hier so ein. Habe ich schon mal ein 370Z auf dem Schrott gehabt? Weiß ich gar nicht.
Mal ganz ehrlich. Ja, gut, ne? Der ist top, ne? Also, ich will mir den nur mal angucken. Ich finde diesen Wagen einfach genial. Sag ich ganz ehrlich. Ich mag diesen alten Kombi mit dieser Holzoptik an der Seite. Ah, guck mal hier. Ey, das sieht ja richtig cool aus. Das haben die ja richtig nice gemacht hier mit dem Optionshaus. Ich meine, vorher war das so eine Halle, und dann wurden die Karren auf so eine Bühne gefahren, ne? Ah, hier kann ich mich auch ein bisschen mehr bewegen. Das ist schon nicht schlecht, ne? Wow, der sieht ja richtig top aus. Hauptsache ein V8 da drin, ja moin. Alter Schwede, guck dir das mal an, ey. Voll das Wohnzimmer als Kofferraum, ey. Kann man sich da reinsetzen? Jo, nice. Oh, jawohl. Alles klar, läuft bei dem Wagen. Sehr nice, ja. Den werde ich jetzt nicht kaufen, ne? Ich habe auch so viele Autos, die müssen wir jetzt erstmal fertig machen. Aber hier stehen schon ein paar schnieke Kistchen rum, ne? Und wir wissen jetzt, wie das Auktionshaus funktioniert. Das ist auch schon mal was. Richtig, richtig cool. Oh, guck mal hier, Nissan Fair Lady. Den werden wir wahrscheinlich auch nur in der Auktion kriegen, kann das sein? Schauen wir mal eben rein. Hallo? Ah ja, jetzt. Yo. Okay, der ist ein bisschen runtergerockter. Kann ich hier eigentlich, warte mal, Fahrzeuginfo. Ach krass, den kann man auch am Schrottplatz und in der Scheune finden. Das ist gut. Ja, dann müssen wir weiterhin auf Suche gehen, würde ich sagen, ne? Ja, nice. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Also, warte mal, wie komme ich jetzt hier zurück? Zurückhalten. Und verlassen, zurück zur Werkstatt halten. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, alles klar. Ja, da sind wir auf jeden Fall schon mal, ne? Einen Schritt weiter. Also, ich finde, das haben die mega nice hinbekommen. Mit dem, sag mal schnell hier mit dem, mit der Auktion. Schon richtig, richtig cool. Und ja. Ja, jetzt haben wir hier diesen den nächsten Schrotthaufen rumstehen. Sehr schön. Das ist ein Gold Trail. Luxor Gold Trail. Das muss ich mir ganz kurz notieren. So. Damit ich auch weiß, welche Teile ich auf dem Schrottplatz suchen muss. So, warte mal, den bewegen wir mal ins Parkhaus rein. Ja, einmal ins Parkdeck, vielen Dank. So. Und dann sortieren wir das eben. Moment, wo habe ich ihn jetzt? Ah, cool. Der ist genau in der richtigen Position. Perfekt. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal eben. Ja, hallo? Ja, bitte? Ihrem Wagen? Ja, der steht bei mir auf der Bühne. Ja, wir arbeiten dran. Wir hatten gerade ein bisschen viel zu tun, aber der wird noch diese Woche fertig. Gar kein Problem. Sie brauchen den? Machen wir fertig. Kein Problem. Ich melde mich, sobald er fertig ist. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, ihr habt gehört, ne? Telefonkunde hat angerufen. Er will seinen Wagen haben. Also warten wir mal jetzt hier eben mit dem Motor für unseren Lambo. Weil, ja, Kunde stresst schon hier und der will sein Auto hier haben. Naja, gut, dann sollten wir uns mal vielleicht hier ranhalten. Was kriegt der überhaupt gemacht? Wir wissen es nicht. Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter. Naja, gut, das ist ja nicht viel. Fahrzeug geht nach dem Anlassen wieder aus. Motorleistung, Ah ja, Zahnriemen, Wasserpumpe,
Ja, gut, ob wir es jetzt zum Wochenende hin schaffen und der Kunde seinen Wagen wieder haben wird, wir wissen es nicht. Dann sollten wir vielleicht mal Gas geben, ne? Man, ja, man tut, was man kann, ne? Geht ja nicht anders. So, dann hauen wir mal eben schnell die Diagnosegeschichte hier dran. Schauen wir mal. Ja, gut, ne, der Kunde hatte recht gehabt, ne? Wir haben jetzt hier ein bisschen an unserem privaten Lambo rumgeschraubt, gemacht, getan. Ne? Der Kunde erwartet natürlich von uns hier richtig Feuer, ne? Dass er hier schnell sein Fahrzeug wieder hat. Aber wie er den Wagen abgegeben hat, hat er gesagt, ey, so eilig ist es nicht. Von daher, nur oh gut, jetzt wartet er schon seit einer Woche. Dann können wir jetzt auch mal anfangen hier eben. Machen wir den mal schnell fertig. Mal schnell vor allen Dingen. Zündspule, okay. ECU-Typ A, Alles klar, dann schauen wir mal eben schnell hier. Motor springt nicht an. Oh, schade. Moment, halt, stopp, zurück. Reifen prüfen. Wer will denn Reifen prüfen? Kein Mensch will ja Reifen prüfen. Wobei, wenn ich mir das hier an der Seite rechts angucke, könnten wir die Reifen vielleicht doch mal prüfen. So, wie sieht's hier aus? Ah ja, Lichtmaschine kaputt. Kein Problem. Haben wir alles am Start. So, was brauchen wir hier noch? Motor springt nicht an, das wissen wir jetzt mittlerweile. Vielen Dank. Okay, so, dann haben wir hier, was haben wir noch? Lichtmaschine haben wir schon mal gefunden. Haben wir auch was gefunden. Der Wagen holpert auf unebener Strecke. Ja gut, wenn der Wagen nicht anspringt, können wir da und wenig testen, ne? Erreiche einen Tuningwert. Ach stimmt, der Kunde hatte irgendwas gesagt, dass er irgendwo bei einem Wettbewerb mitfahren will und dass er ein bisschen Dampf braucht. Verdammt. Naja gut, dann schauen wir mal. Komm, wir hauen mal hier rein. Wir müssen hier oben dran. Wir müssen hier unten dran. Und wir müssen, ich habe keine Ahnung, wo noch dran. So, hier ist noch ein Kraftstofffilter, den können wir auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Der hat es hinter sich. So, Luftfilter. Machen wir hier vorne eben raus. Kein Problem. Dann müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir hier den Motor noch ausbauen müssen. Ne? Ich hoffe es ja nicht. So, da sehe ich dann Federbeinlager. Das sieht auch nicht mehr ganz gut aus. Da müssen wir auch auf jeden Fall mal ran. So, was wollte der noch für einen Filter? Ölfilter oder was war das? Ja, Ölfilter. Kriegt auch das Öl gewechselt. Nee, sieht nicht danach aus. Okay, alles klar. Dann packen wir hier mal schnell ein paar Sachen noch dran. Wobei, wir könnten ja mal eben schauen. Ach, guck mal an, was ich da gefunden habe. Ich habe Bull schon Dings gekauft. Kommen die Teile denn jetzt her? Okay, Freunde, wir sollten mal ganz schnell unsere Teile hier aufs Lager legen, die nicht jetzt zu dem Kundenfahrzeug gehören, besser ist. So, wo packen wir die denn hin? Ja, die packen wir mal hier rein. Und zwar packen wir die mal dahin. So, das ist alles von dem Lambo. Rein damit. Bevor wir die nachher wieder durcheinander schmeißen. Sehr schön. So, ein Tuningwert will er. Was war das? Zwischen 8 und wie viel? 13%. Okay. Wir brauchen einen neuen Luftfilter. Wir brauchen einen Kraftstofffilter. Damit hätten wir schon mal zwei Tuningteile am Start. So, tu mal her. Luftfilter, da wären wir bei 1%. Und hier wären wir bei 0,8%. Also 1,8% haben wir schon. Ole, ole. Soweit, so gut. Dieses ECU-Gerät hier, das sieht auch nicht mehr ganz gesund aus. Das nehmen wir auch mal raus. Gibt es das als Tuning? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll am besten. Wir sollten mal die Räder abnehmen, besser ist. Ah ja, guck mal hier. Spurstangenkopfdefekt. So, dann müssen wir den rausnehmen. Und damit hätten wir auf jeden Fall schon mal wieder zwei Teile.
Ja, guter Kunde, ne? Da muss er was. Ach so, falsch. Oder sagen, hä? Tja, Tuning-Fahrwerk oder sowas gibt es ja leider nicht, ne? Würde ich mir ein bisschen was da reinbasteln. So, neuer Spurstellenkopf, ECU-Typ A brauchen wir auch. Nur da muss ich mal schauen. Gibt es? Ja, wahrscheinlich nicht. Elektronik-Shop. Tuning, Elektronik gibt es nicht. Nee. Okay, dann. ECU-Typ A. Einmal neu. Und wir. Ja, genau so. Neuen Spurstangenkopf brauchen wir und ein neues Domlager brauchen wir. Zack, rein damit. Jawohl. Sehr schön. Damit hätten wir die Teile auch schon mal auf jeden Fall wieder am Start. So, einmal rein. Wollen wir denn noch die Spur einstellen? Oh, warte mal, hier ist. Ah, sehe ich da Rost? Nicht wirklich. Ne, sieht gut aus. Sieht okay aus. Ich meine, wir könnten es ja mal. Moment. Kurz überprüfen hier. Den Inspektionsmodus. Schauen wir mal eben, ob wir hier irgendwas finden. Ich sehe gerade, wir sind Level 21. Oh, kann ich mir neue Sachen kaufen? Moment. Oh yeah. Nice, das gefällt. Was nehmen wir denn da? Schraubgeschwindigkeit, Metall, obwohl. Nee. Hier, Untersuchungsmodus. Einmal. Zweimal. Und da fehlen mir wieder die Punkte für. Verdammt. Na egal, aber wir haben auf jeden Fall zwei Stufen geschafft. Das ist ja schon mal was. So, was haben wir denn hier auf der Seite? Achso, nee, halt. Ich wollte ja erstmal auf den Auftrag gucken. Ah, hier. Wagen holpert auf unebener Strecke. Erledigt. Prüfe das Fahrwerk. Erledigt. Der Wagen zieht zur Seite und hält die Spur nicht. Ja, das wird wohl oder übel hier an der Spurstange liegen, die da kaputt ist, wie ich gerade sehe. Also raus damit. So, perfekt. Zack. Und so. Einmal neu. Jawohl, sehr schön. Nice. Herrlich. Haben wir das auch. So, Kunde glücklich auf jeden Fall bis hierhin, denke ich mal. Ich pack mal die Pellen wieder drauf. Weil die werde ich sowieso nicht brauchen mehr hier. So, neuer Ölfilter braucht er auch noch. Wo sitzt denn hier das gute Ding? Ah ja, hier. Okay, wollen wir den mal da rausbasteln. Okay. Ich mache das immer noch so, ne? Voll dumm eigentlich. So, Ölfilter gibt es nicht als Tuning. Her damit. Was nehmen wir denn hier noch als Tuning? Was können wir denn dann hier noch reinbasteln? Der will ja was Neues haben, ne? Gute Frage. Also mit dem Luftfilter und dem Kraftstofffilter sind wir schon mal gut bedient. Da geht auf jeden Fall schon mal was. So, rein damit. Sehr schön. Zack. Und zack, jawohl. Ihr könnt eine Tuning-Lichtmaschine nehmen. Zum Beispiel. Warum nicht? So, die Teile sind auch am Start. So, dann hier raus. Oha, Gammel. Gammel. So, der muss einmal raus. Jawohl. Und der Deckel.
Komm. Und noch ein bisschen Spray. So, Ventildecke ist da. So, wie sieht's hier aus? Moment mal. Der Zahnriemen sieht nicht mehr gut aus. Der Zahnriemen sieht richtig beschissen aus. Okay, dann sollten wir da auf jeden Fall safe mal dran gehen. Gucken wir uns lieber mal den anderen Zahnriemen auch noch an. Besser ist das. Die hier, die Zündspulen, die gibt es ja auch als Tuning, oder nicht? Da könnten wir auch noch mal dran gehen. Hätten wir auch noch mal ein bisschen Tuning, ne? So, ja. Ja, der Zahnriemen hat es auch hinter sich. Okay, okay, okay. So, Kraftstofffilter muss noch neu. Lichtmaschine, Ventildeckel, okay. Zündspulen, Luftfilter, mhm. Riemenspanner, Wasserpump, beide Zahnriemen, okay, stehen auch auf der Liste. Ja, damit haben wir ja alle Teile am Start hier, ne, würde ich sagen. Dann bauen wir auf jeden Fall erstmal schon mal hier das ECU-Gerät wieder ein. Sonst vergessen wir es nachher. Das ist erledigt. Kraftstofffilter auch schon mal wieder rein. Sehr gut. Und dann bist du. Ach Quatsch. Dann müssen wir hier. Nee, was mache ich denn hier? Hier ran. So, zeig mal her. So, Riemenspanner neu. Den wird es wohl nicht als Tuning geben. Warte, welche Rolle muss hier raus? Die hier. Jawohl. Dann der Riemen raus. Wasserpumpen-Riemenscheibe. Ah ja, Wasserpumpe ist auch im Sack. Da müssen wir ran. Ah ne, halt. So, jawohl, so und so. Einmal absaugen, bitte. Einmal absaugen, bitte. Dankeschön. Kein Bock hier wieder auf Sauerei auf meinem Fußboden. Muss doch nicht sein. So, Wasserpumpe raus. Gut, muss ja so oder so raus. Wir müssen ja eh an den Zahnriemen ran. Also, go. Gibt es Wasserpumpen als Tuning-Teil? Hm. Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken nach. So. Die 500 Millionen Rollen hier raus. So. Jawohl. So. Herrlich. Ein Traum. Hallo? Also, rostige Schraube. Okay, soweit so gut. Die guten Zahnriemen raus. Und den auch. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Herrlich. So, brauchen wir. Lichtmaschine brauchen wir. Wasserpumpe brauchen wir. Riemenscheibe brauchen wir. Riemenspanner brauchen wir. Eins, zwei. Drei. Obwohl, ja gut, okay. Im Endeffekt brauchen wir 8, wenn wir die als Tuning nehmen. Schauen wir mal. Tuning-Teile. Zündspule Einzelfunken. Jawohl, die gibt's. So, 8 mal 0,75. Das sind... warte mal, 2 sind 1,50. 1,50 sind 4, sind 6. Wären wir bei... Was hatten wir eben? 1,8. Wären wir bei 7,8. Okay, haben wir die auch schon mal. Oh, Quatsch, komm ich nicht hin. Dann brauchen wir Ventildeckel, gibt es nicht. Ein Riemenspanner mit Sicherheit auch nicht. Aber die Lichtmaschine. Und zack, damit wären wir bei unseren 8%. Sehr gut. Gibt es eine Wasserpumpe? Nein. Hätte mich auch gewundert.
So, dann Wasserpumpe V8, Wasserpumpenriemenscheibe, Riemenspanner, zwei Zahnriemen und Ventildeckel V8 Typ C. Obwohl, das war jetzt dumm, den zu kaufen. Den habe ich bestimmt auf Lager liegen, ne? 100 Pro. Warum habe ich hier noch Tür? Was? Achso, falsches Lager, ich wollte gerade sagen, hä? Okay, wir schauen eben. Okay, es geht so schneller. Ventildeckel V8, V10, V8C. Habe ich bestimmt da 100 Pro habe ich ihn da. Typ. Ich sag doch, habe ich keinen. Ich habe alles, ne? Typ A, Typ B und Typ D, aber Typ C natürlich nicht. Habe ich ja gesagt. Wusste ich doch. Haha. Nee, aber hier, Wasserpumpe. V8 können wir uns auf jeden Fall schenken. Brauchen wir nicht zu kaufen. Sehr gut. So, dann rein mit dem ganzen Zeug. Weil wir sind im Zeitdruck, ne? Kunde nervt. Kunde soll glücklich gemacht werden. Der muss am Wochenende zu irgendeinem Rennen oder was auch immer das da war. Zu irgendeinem Event, Wettbewerb, keine Ahnung. Der hat auch schnell geredet am Telefon. Er kommt zu Wort. Aber gut. Kunde soll ja glücklich sein, ne? Und soll uns ja weiterempfehlen. Wir wollen ja hier noch viele, viele Autos zusammenschrauben. Von daher, ne? Schon wichtig, dass wir hier unser Image beibehalten. Von einer Top-Wüstenwerkstatt. So, das Ding rein. Zack, wieder rein damit. Jawohl. The Riemen rein. Zack. The Riemen Spanner rein. The Lichtmaschine rein. Da kriegt er natürlich ein neues Teil hier. Schön im Tuning-Bereich. Sehr gut. Zack. Jawohl. So, dann ballern wir mal hier, würde ich sagen, direkt mal hier wieder neue Flüssigkeit rein. Sonst vergessen wir das nachher auch noch. Also, falls ihr meine PlayStation im Hintergrund hört, ne? Ich habe die jetzt schon mal sauber gemacht. Ich habe mich mal getraut, das Ding aufzumachen. Zumindest auf der einen Seite. Ich musste mir jetzt erstmal nochmal, was war das, Torx 9 Schraubendreher besorgen. Hatte ich nicht. Ich hatte alles, nur kein 9er. War ja klar. Genau das, was du brauchst, was sind die da. Und da werde ich mal jetzt die Tage mal gucken, dass ich die auf der anderen Seite auch nochmal sauber mache. Etwas leiser ist auf jeden Fall schon mal geworden. Und er schmeißt nicht ständig meine CD wieder raus. Das finde ich auch schon mal gut. War nämlich bei unserem Liga-Rennen in Gran Turismo nämlich ziemlich nervig. Einen halben Tag damit verbracht, das erstmal die PlayStation dazu zu bewegen, dass sie die CD in sich behält und nicht ständig immer wieder rausschmeißt. Kommt nämlich bei so einem Rennen ziemlich uncool. Na, komm her. Zack. 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 Und zack. Huppala. Entschuldigung. Zack. So. Ich glaube, wir haben alles, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich würde es hoffen. Nein. Obwohl, warte. Nö. Das eine Rad hier wieder drauf machen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das findet der Kunde auch besser, wenn der Reifen dran ist. So, und wie sieht aus? Jawohl, alles abgearbeitet. Dann machen wir noch hier mal eben schnell auf. Oh, schon wieder falsche Taste gedrückt. Mann. Geh mal weg. Hier auf Service. Weil wir am Fahrwerk rumgefuchtelt haben, schnell die Spur wieder einstellen.
Das gibt kein Geld, das gehört bei mir zum Service. So, sollen wir nochmal am Licht gucken? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Nice. Herrlich. So, dann nochmal eben auf die erste Bühne. Na, wir müssen ja nochmal eben schnell ein Foto schießen, damit wir hier auch beweisen können, dass der Wagen hier wieder in Ordnung ist, ne? Wobei, warte mal. Ich beweise das mal hier mit offener Motorhaube, besser ist. So, Kunde, Fahrzeug ist wieder am Start. Bitte schön. Vielen Dank. So, und wir bekommen, wie viel? 9.548. Ja, ist so okay, ne? Kann man mit leben. Sehr schön. Jawohl. Kunde ist angerufen. Kunde kommt seinen Wagen holen. Fahrzeug ist raus. Kunde glücklich, kann zu seinem Event fahren. Wir fahren zu unserem Event. Das heißt Feierabend. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Wahrscheinlich mit dem Motor hier. Oder mit irgend. Vielleicht fangen wir auch noch schon mal eine andere Karre an oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, bewerten. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.